Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Marvel's Spider-Man. Ich bin der Dennis und wir spielen das Gameplay auf Deutsch auf der PlayStation 5. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich habe in der Zwischenzeit Lufttricks freigeschalten, wie ihr sehen könnt. Und wir spielen stramm weiter voran das Gameplay und die Hauptstory. Es wird also richtig spannend. Wir sind allem immer mehr auf der Spur. Ja, voilà. Funkturm freigeschalten. Und wenn dir das Spiel gefällt oder wenn du sagst, hey, das habe ich auch gespielt und auch im Vergleich zu Miles Morales, dem zweiten Teil, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Was findest du besser, den ersten oder den zweiten Teil? Okay. So, ich denke, wir müssen hier ganz kurz mal ein bisschen durch die Gegend schwingen, um einmal ganz geschwind die nächste Mission zu kriegen. Und da ist sie auch schon. Perfekt. Nein, aber wenn du nicht fragst... Uns wurde eine verdächtige Kiste auf einem Dach in Hell's Kitchen gemeldet. Ich könnte das Bombenkommando rufen, aber wenn das nur ein Schulprojekt von einem Paket ist... Ja, ich weiß. Budgetkürzungen, bla bla bla. Also? Kannst du bitte mal nachsehen? Da war ja das Zauberwort. Spidey, die miese Ratte. Ich hoffe, es ist irgendein Schulprojekt. Mann, ich vermisse das. Schulprojekte sind so viel einfacher als echte Projekte. Hoppa. Sieht nicht nach einem Schulprojekt aus. Sieht militärisch aus. Schräg. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Oh-oh. Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Okay. Also es gibt richtig schön viele Nebenmissionen. 1043, Geiselnahme. Ein Bus voller Zivilisten. Und ich denke, wir müssen diese Bombenherausforderungen lösen. Beeilung jetzt! Beeilung jetzt! Ah, es läuft auf Zeit. Schnell. Und dann? Wir könnten gleich hochgehen. Hui. Okay, die hier wäre geschafft. Ja. Also hopp, hopp, hopp. Und das Ganze geht ja auf Zeit. Also beeilen wir uns mal lieber. Noch eine. Ja, voilà. Oh shit. Ich wollte schon sagen, perfekte Landung. Ah, nein. Ah, jetzt verkacke ich es aber hart. Ah. Ah, fick dich, Spidey. Scheiße, das habe ich gerade richtig verkackt. Ja, definitiv. Nee, ich probiere es trotzdem jetzt nicht nochmal neu. Ist egal. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Okay, gehen wir mal auf eine kleine Halloween-Party. Und ich würde mich freuen, wenn du mir in der Zwischenzeit, während wir hier so schön durch New York schwingen und Tricks machen, einfach ein Like, einen Kommentar, ein Abo dalässt. Mir auch gerne einfach mal sagst, was gefällt dir eigentlich so an dem Spiel? Bist du auch dem Spidey-Hype und dem Marvel-Universe verfallen? Oder vielleicht sogar eher ein DC-ler?
erster Anruf von Tante May. Peter, ich habe mit Miles Mutter gesprochen. Sie wäre froh, wenn er hier anfängt. Die arme Frau trauert selbst, will aber für ihren Sohn stark sein. Sie braucht einfach mehr Zeit für sich. Und er soll sehen, dass das Leben lebenswert ist. Das war ein sehr fürsorglicher Vorschlag, Peter. Ein Vorschlag, der Ben stolz gemacht hätte. Oh, Tante May. Das haben wir doch gern gemacht. Wie findet ihr eigentlich mein neues Spidey-Outfit? Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Okay. Na, dann mal los. Einer meiner Feinde aus. Mal sehen, welcher er ist. Alle tragen Kostüme. Wie ich. Na, da ist schon gut dabei hier. Netter Tanzstil. Witzig. Dr. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Hey, sieh uns an. Wir sind Spider-Mans. Oh, wie cool. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, mein Nervenschiss. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? What the fuck? Das ist ein Ende, Spider-Man! Jetzt hab ich dich! Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheiße. Okay, aber cooler Raum. Das Problem ist nur... Die Spiegel funktionieren bei uns irgendwie nicht. Sieht okay aus. Okay. Weiter geht's. Esst, meine lieben Kinder! Alright, Kaka, du bist wohl der Nächste. Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Alright. Ich kann meine Netze nicht verwenden. Wie komme ich da hoch? Ich kann euch... Sieh dir meine Moves an. Ich suche Isaac Delaney. Cool. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er. Die Echse mit dem Kittel. Hoppa. Isaac hat Moves. Hier drüben. So, springen wir einfach mal darunter. Und ich muss sagen, der Anzug gefällt mir eigentlich ganz gut. Den finde ich echt ganz nice. Der sieht ziemlich gut aus. Schaut mal, da ist Spider-Boy. Ich bin dein Erzfeind. Ah, also Rhino. Später. Was ist denn Spider-Man? Angst vor meinem mächtigen Kopf? Was bist du? Komm schon. Hey, kämpf! Rhino, Spider-Man! Ja! The fuck? Was willst du? Damn. Wir haben Dr. Delaney verpasst. Cool mit den zwei Toten da daneben dran. Richtig, richtig nice. Echt gut gemacht. Immer sagte, sagen Sie mir, was Sie wollen. Auf die Party wäre ich auch das gegangen. Ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Bam! Was ist denn los? Hoppa! Shazam! Und ich möchte Strom. Noch mehr Strom. Ah, oh, fucker, du. Ah, oh, der geht mir aber auf die Eier da.
So, festgeklebt. Shazam. Mann. Das ist gerade nicht gut gespielt. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Ja, ich hätte den Kürbis werfen können. Ärgerlich. Fang! Der ist nicht schlecht, der Junge. Okay. Geht's allen gut? Ja. Gut. Fröhliches Halloween. Ja, mir gefällt der neue Suit. Machen wir's kuschelig. Okay. Auf einmal ist alles dunkel. Wuppa. Und zack. Das war der erste Streich. Zack. Zweiter Streich. Gerade ist aber echt. Ich bin noch gar nicht drin hier in der Steuerung. Ich habe so viel Godfall gestern gespielt. Ich bin noch ganz deppert von der schlechten Steuerung von Godfall. Wo haben Sie die Lenny hingebracht? Gucken wir mal. Dr. Delaney. Wohin bringst du mich? Wohin bringst du mich? Mann, Mann, Mann. Halt deine Gosch, Dr. Delaney. Lass sie mich platt machen. Wer sind Sie? Sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Dr. Otto Octavius. Das ist neu. Die Show ist vorbei, Lee. Damn. Oh, anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Damn! Sein Name. Dr. Morgan Michaels. Ah, ich dachte schon. Danke. Damn.
Ja. Und wir kommen wieder rein. Und bang. Das waren alle. Ich muss Lee finden. Seh sie mal für dich. Ja, mir gefällt der echt gut, der Anzug. Der sieht schon echt schmuck aus. Oh, what the fuck? Setze die Partyfinger auf. Was hat Lee mit den Leuten getan? Vertrauen Sie mir! Ist zu Ihrem Besten! War's das schon? Oh nee! Alter, ist jetzt echt Ryan oder was? Nicht der schon wieder. Oh, falls es hilft, das tut mir echt leid. What the fuck? Ich bin schon 5-mal ausgewichen. Entschuldigung. Juri, du musst mir helfen. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Damn. Und ich sage an der Stelle, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und lasst gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.